Es ist Fastenzeit. Bis Aschermittwoch haben die Menschen gerne ausschweifend sich mit Lebensmitteln versorgt. Jetzt für 40 Tage ist Fasten angesagt. Du kannst sagen, ich bin kein Mitglied der katholischen Kirche, betrifft mich nicht. Mich zwar auch nicht, sehe aber in dieser Regelung einige sehr sinnvolle Empfehlungen. Warum haben die Führer der katholischen Kirche, übrigens nicht nur dort, in vielen anderen Religionen sind es ähnliche Regelungen auch vorhanden. Warum empfehlen die immer wieder zum Beispiel Fleischkonsum einzuschränken? Da ist empfohlen, am Freitag kein Fleisch zu essen oder jetzt in der Fastenzeit, dass man die Menge prinzipiell einschränkt. Es gibt nämlich ganz konkrete Gründe, die in der Fähigkeit deines Körpers liegen, das Gegessene zu verdauen. Und viele Menschen essen ganz einfach zu viel. Der Körper hat aber eine beschränkte Möglichkeit, das Gegessene zu verarbeiten. Das ist das Problem. Also die ganze Verarbeitung und vor allem Entsorgungsfähigkeit des Körpers ist nicht unbegrenzt groß. Und das vergessen einige Menschen und essen weit mehr, als der Körper das überhaupt schaffen kann. Was sind die Folgen? Da kommt die nächste Ladung an Essen, obwohl die vorherige noch nicht zu Ende verdaut worden ist. Damit wird dieses Halteverdauungsvorgang ganz einfach abrupt abgebrochen. Die nicht zu Ende verdaute Sachen müssen irgendwo landen und die werden meistens in Fett verpackt und dann hast du die hübschen Fettpölsterchen auf deinen Rippen. Das ist in den meisten Fällen eben ganz einfach zu viel Essen. Es gibt auch ein paar andere Gründe, warum Menschen übergewichtig sind, aber die meisten Ursachen liegen eben bei der Menge an Essen. Einige Zeit, in meiner Studienzeit, habe ich recht viel Fleisch gegessen. Damals habe ich mich bei einer Mensa ernährt und mehrmals pro Tag gab es Fleisch zu essen. Zum Frühstück Brötchen mit Schinken, zum Mittagessen Schnitzel mit Kartoffeln, mit Ausnahme von Freitag, wo Fisch angeboten wurde. Am Abend wieder das gleiche wie zum Frühstück. Nach einigen Jahren habe ich bemerkt, dass meine vor allem geistige Leistungsfähigkeit ein bisschen nachgelassen hat. Und dann habe ich angefangen zu gucken, wie ich mich ernähre und ob man da irgendetwas korrigieren könnte. Als ich die Menge an Fleisch drastisch reduziert hatte, habe ich deutliche Verbesserung gesehen. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die unbeschränkt viel Fleisch essen können. Das liegt an meinen Genen, das liegt an meiner Blutgruppe. Das sind die zwei Faktoren, die bei den Menschen diese Fähigkeit bestimmen. Es gibt aber durchaus Menschen, die das machen können und keine Probleme sind sichtbar. Wir sind alle individuell. Du musst selber gucken, was dir zugutekommt und was nicht. Und für mich, also aus meiner Sicht, ist diese Empfehlung, Fleisch einzuschränken oder prinzipiell die Menge an Essen einzuschränken, durchaus sinnvoll, unabhängig davon, ob man ein Mitglied bei irgendeiner Religionsgemeinschaft ist, die das empfiehlt oder auch nicht. Das bedeutet, diejenigen, die immer wieder zu viel gegessen haben und größere Fettpölsterchen um sich tragen, sollten bedenken, dass je mehr von diesen Ablagerungen vorhanden sind, desto mehr wird der Körper gezwungen zu einer erhöhten Leistung. Also diese ganzen auch Depots müssen versorgt werden mit Sauerstoff, mit Blut und vor allem auch Abtransport von irgendwelchen Abfällen, die dort produziert werden. Wenn das zu viel ist und diese Mülldepots immer größer werden, das wird deine Gesundheit stark belasten. Und es ist durchaus sinnvoll, eben von Zeit zu Zeit Fasten anzulegen und an diese Depots heranzugehen. Also das macht dein Körper von alleine und mindestens ein Teil davon zu entsorgen. Es gibt viele unterschiedliche Fastenarten. Die leichteste, also für mich, die leichteste ist Intervallfasten. Die strengste wäre ganz einfach Wasserfasten, wo man nichts zu sich nimmt, eine Woche oder zwei Wochen lang, nur Wasser. Das ist die intensivste Methode, habe ich mehrmals in meinem Leben schon gemacht, hat mir auch gut getan, aber ich neige in letzter Zeit zu Intervallfasten, angepasst an mein Tagesablauf, möchte ich hier betonen.
Wir sind eben individuell. Einige Leute fühlen sich ganz gut damit, dass sie unbegrenzt Speisen und Genuss daran haben. Ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn man von Zeit zu Zeit dafür sorgt, dass die Ablagerungen abtransportiert werden. Und dann ist in dem Moment dieses Wasserfasten gut geeignet. Ich wiederum habe das so gestaltet, dass ich meine Ernährung pro Tag so organisiere, dass ich gar keinen Hunger habe längere Zeit. Also die empfohlene Zeit von 16 Stunden kein Essen kann ich locker einhalten, nur dadurch, dass ich bestimmte Reihenfolge an Lebensmittelarten einhalte, viel Flüssigkeiten zu mir nehme und dann passt das. Bei allen Fastenarten ist eine Sache zu beachten. Je intensiver, desto mehr soll man die Tatsache beachten, dass bei verminderter Aufnahme von Lebensmitteln der Körper zwangsläufig an die Reserven geht. Wenn du viele Fettpolsterchen um deinen Bauch hast, dann hat er genug davon. Und dann werden aber die dort abgelegten, toxischen, nicht zu Ende verdauten Substanzen freigelegt und die kommen in Umlauf in den Körper. Diese zum Teil giftige Substanzen oder vielleicht sogar ziemlich giftige, die belasten natürlich deine Leber oder andere Organe und die sollen sinnvollerweise gebunden werden. Es gibt auf dem Markt jede Menge von Mitteln, die das können. Schau dich um, was zu dir passt. Das, was ich verwende, ist eine bestimmte Art von Zeolit und manchmal nehme ich noch eine Kapsel oder zwei von Aktivkohle und damit bin ich gut versorgt. Wenn du diese ganz intensive Art von Fasten, diese Wasserfasten nimmst, dann musst du eventuell etwas mehr von diesen toxisch bindenden Mitteln zu dir nehmen, damit deine Leber vor allem nicht belastet wird. Wenn du interessiert bist, wie ich es das alles gestaltet habe, oder du hättest Interesse, dass ich dich bei der persönlichen Gestaltung von deiner Ernährung oder vom Fasten dir zur Seite stehe, dann kontaktiere mich bitte. Die Kontaktdaten findest du unten in der Beschreibung und dann werde ich schauen, wie ich dir behilflich sein kann. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ade.